So endete die Welt, die ich kannte. Mit rein, sie kommen. Mit rein steht dein Weg offen. Und eine neue begann. Am Anfang standen Lilith und Inarius, die Schöpfer Sanctuarius. Beide hatten sie ihre düsteren Pläne mit der Menschheit. Vor allem Lilith. Die Erlösung liegt nicht im Licht, sondern in euch. Unsere einzige Hoffnung war ein Wanderer, der das Dämonenblut gekostet hatte. Dieses Band mit Lilith wurde der Schlüssel zur Zerstörung ihrer Pläne. Andere stießen dazu, darunter auch ich, Lorath, und mein alter Freund Donan sowie Nayrel. Wäre es nur anders für sie gelaufen. Lilith genügte es nicht, die Menschheit zu ermächtigen. Dieser Schlüssel öffnet mehr als nur die Tore der Hölle. Er öffnet uns den Weg in die Zukunft. Sie wollte ihren Vater verschlingen, Mephisto, den Herrn des Hasses. In der Hölle wiedergeboren. Er ist noch schwach, verletzlich. Ich muss schnell handeln, bevor er sich widersetzt. Liliths Erfolg hätte unseren Untergang bedeutet. Uns blieb keine Wahl, als ihr in die Hölle zu folgen. Auch der Engel Inarius und seine Kathedrale des Lichts waren ihr auf den Fersen. Eine Armee aus Schafen, angeführt von einem Irrenlöwen. Der Narr glaubte sich erwählt, Lilith zu töten. Die Himmel werden dich nie mehr erhören. Nein! Es gab noch eine weitere Macht, die an den Fäden des Schicksals zog. Mephisto selbst. Er schickte einen Herold, dem Wanderer zu helfen, Lilith zu jagen. Natürlich nur um seiner selbst willen. Vielleicht erwartete er, dass wir gemeinsame Sache mit ihm machen. Euer Leben und das der gesamten Menschheit hängt von euren nächsten Taten ab. Weltweise. Stattdessen schloss Nayrel Mephisto ein. Damit beraubte sie Lilith der Macht, nach der diese lechzte. Was wohl in der Dämonin vorgegangen sein muss. Natürlich kochte sie vor Wut. Aber war da noch mehr? Reue? Trauer? Vor ihrem Ende warnte sie uns vor einer dunklen Zukunft. Ohne mich hättet ihr keinen Sieg errungen. Nayrel brach auf, um Mephisto endgültig zu besiegen. Sie hatte das Herz am rechten Fleck, doch sie trug eine schwere Bürde. Lilith war gefallen, aber unser Kampf gegen die Hölle hatte gerade erst begonnen. Hey, Mädchen. Alles in Ordnung? Nayrel? Geht es schlecht? Bitte, 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 mein Kind, lass mich helfen. Bleib mir fern! Nayrel! Habe ich dich so erzogen? Nein, Mutter. Aber ich muss diese Last alleine tragen. Ich muss zu Akkarats Gruft. Sieh dich an. Du bringst dich noch um. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch... Psst, ruhig. Ich bin hier, kleines Vögelchen. Ich habe dich so vermisst. Ich bin so stolz auf dich. Aber jetzt geh bitte auf. Nein, nein, nein! Natürlich!
ihr das? Seid loslassen. Nein. Ihr habt entschieden. Und ich hatte euch, kleines Vögelchen, vor den Konsequenzen gewarnt. Ihr besitzt den Stein. Ihr kontrolliert nichts. Vielleicht habt ihr recht. Vielleicht brauche ich wirklich etwas. Hilfe. Und damit herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Oh, was für ein Auftakt. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich habe mich nicht irgendwo spoilern lassen. Ich habe vorher noch nichts dazu geguckt. Ich weiß rein gar nichts. Ich weiß nur, dass ich die Meinungen wieder mal so auseinander scheinen und keiner so richtig... Ach, weiß ich nicht. Wir probieren selber aus und unsere Agneta ist back. Ich habe mal hier ein anderer die Wand angezogen. Ich habe sie jetzt hochgezogen auf Level 60. Der Cap ist jetzt bei Level 60. Und beim Paragon bin ich jetzt schon bei 207 und das ist noch nicht Ende. Ich habe ein Bild von den Diener-Bild von Vitablo genommen. Und ja, wir gucken mal, was uns hier erwartet. Ich bin auch mittlerweile, wir machen mal Folgendes. Wir gehen erstmal nach Kyovashat. Da will ich euch jetzt noch was zeigen. Es gibt einige Änderungen. Hier soll noch eine Rune kommen, die habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es ohne DLC machbar war. Keine Ahnung. Haltet die Leichen der Ritter der Reue. Auf jeden Fall haben wir hier die Schwierigkeitsstufen. Normal, schwer, Experte, Reumütig, Qual 1 bis 4. Also sehen, dass es schon getan ist. Halt's Maul! So, gibt auf jeden Fall ein paar Qualstufen jetzt hier und hast du nicht gesehen, vorher war ja Weltenstufe 1 bis 4. Und ja, ich bin mittlerweile auf Weltenstufe 2, das läuft eigentlich ganz gut schon und ja, ich habe hier auch schon ein bisschen was zusammengeklöppelt hier. Da seht ihr, ich habe schon ein paar so eine Sterne-Klamotten hier, hier so ja zwei. Eigentlich hatte ich vorher erstmal alles so auf Stern zu bringen, aber ach, ich hab einfach Bock. So, untersucht die aufkommenden Vorkommnisse bei der Kathedrale des Lichts. Flamme. Mögen die Schreie der brennenden Sünde auf Taube. So, ich muss mal gucken, was sagt denn eigentlich? Ich hatte doch den Ton. Den Ton. Den hatte ich, glaube ich, runtergemacht. Ich mache mal auf 45. Guck mal, was passiert. Das ist jetzt die Hälfte. Ja, mal gucken wir mal. Sie haben ihn verbrannt. Er hat sich ausgeliefert und die verdammten Ritter haben ihn verbrannt. Olja. Können die Wort sagen?
Was hat diese Menge angelockt? Wie immer. Ein Sünder wird vorgeführt. Und die Massen kommen, um zu gaffen. Seid froh, dass ihr es nicht wart. So, sehen wir auch irgendwie was hier? Nee. So, und mit dem Dienerbild wäre mein Hexendoktor Let's Play von Diablo 3 gesehen hat. Wer weiß, wer wieder da ist. Edgar. Edgar, unser Golem. War das damals auch ein Golem? Nee, ich weiß ja nicht. War das so ein Riesenzombie oder war das ein Golem oder was war das damals? Ich weiß es ja nicht. Das, auf jeden Fall, der Bild macht hier richtig Laune. Und Edgar, wir nennen ihn auch wieder Edgar. Also, ja. Die Armee der Untoten, die Armee der Toten kommt nachher noch. Wir werden sie bald in Einsatz sehen. So, okay, Milsana. Milsana, war das nicht ein Frischkäse oder sowas? Oh, Vater, unser Speer des Lichts, der ihr das Herz des Hasses durchschlagen habt, bewahret uns vor euren Dienern. Kommt zurück zu uns. Na, glaube, er kommt nicht mehr. Olja. Seid ihr wohl auf? Was ist geschehen? Lasst sie. Sie hat schon genug gelitten. Ich werde euch sagen, was ihr wissen wollt. Es hat gestern Abend beim Glockenläuten begonnen. Seht! Die Mutter Oberin Prava und der verbrannte Ritter Urivar! Die einzigen Überlebenden der Schlacht am Höllentor! Heute versammeln wir uns, um ein neues Zeitalter heraufdämmern zu sehen, das der Mut und die Opferbereitschaft unseres Vaters Inarius ermöglicht hat. Urivar und ich sind aus den Tiefen der Hölle zurückgekehrt, mit dieser Botschaft und den Narben unserer Prüfungen, um zu zeigen, dass unsere Entschlossenheit unerschütterlich ist. In der Hölle wurde ich durch Kampf und Flammen geläutert. Zweifel und Laster wurden verbrannt. Aber ich wurde schließlich gerettet. Mögen alle, die dem Licht dienen, dasselbe tun. Dieser Mann ist ein Söldner, dem Dienst des Mörders Lorath verschworen. Er hat versucht, das Horadrim-Mädchen Nayrel unserem Urteil zu entziehen. Ein Mädchen, das uns alle in Gefahr bringt, indem es ein Stück desselben Bösen trägt, das ich in der Hölle bekämpft habe. Seid ihr bereit, eure Sünden zu bekennen und zu uns ins Licht zu kommen? Ja, ich bin bereit. Seid gesegnet, Mutter Oberin, ich danke euch. Im Namen des Heiligen Vaters leiste ich meinen Schwur. Gebt ihn frei. Bei allem gebotenen Respekt, ehrwürdige Mutter. Vater Inarius' Gnade war groß. Doch hat er nicht auch Gerechtigkeit gepredigt? Wo also war die Gnade für Josef, als Lorath ihn abschlachtete? Urivar. Was sagt es über die Kathedrale aus, wenn wir zulassen, dass solche Sünden ungestraft bleiben? Weder Lorath noch das Mädchen wurden bisher gefunden. Wir haben nichts gewonnen. Also sagt mir, sind wir ihm Gnade schuldig? Oder doch Gerechtigkeit? Gerechtigkeit! 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 Nein, nein, bitte! Ich habe euch alles gesagt! Ich habe meine Sünden bekannt! Nein! Ah!
Ihr seht selbst, seine Sünden waren zu groß, zu tief. Und sein Glaube war nicht stark genug, ihn zu retten. Das Böse wird in Sanctuario nicht weiter geduldet. Und wir werden den Himmel zeigen, dass wir würdig sind. Fragt sich nur, wer das Böse ist. Ja. Die getreuen Inarius sollen keine Tränen für Sünder vergießen. Ich werde mich nicht wiederholen. Habt ihr keinen Anstand? Verschwindet! Und ihr? Ihr seid das Schoßhündchen, das Brava zurückgelassen hat, nicht wahr? Was ist das Problem? Wir können gleich hier austragen, Junge. Ich zieh dir ganz langsam bei lebendigem Leib deine Haut ab. Und danach, wenn du dann gestorben bist, wecke ich dich wieder auf und du kannst in meiner Armee der Toten kämpfen. Das ist die Gnade, die ich dir gewähre, du Wurm. Ich gehorche nur mir selbst. Welch trostlose Existenz ohne Glauben. Das ist das Problem an euch und den Horadrim. Solches Gedankengut führt immer zu Hochmut. Und der kommt bekanntlich vor dem Fall. Für Lorath ist das nicht unbekannt. Er hat seinen eigenen Bruder beerdigt. Hat diese kleine Göre Nayrel verjagt. Den einzigen Trost findet er nur noch am Boden einer Flasche. Seid vorsichtig, Wanderin. Nach euch beiden dürstet das Urteil. Und außerhalb der Stadtmauern kann nicht einmal unsere Mutter Oberin seiner Hand Einhalt gebieten. Das kranke Schwein hat sicher schon seine Fanatiker auf Lorath gehetzt. Ich will hoffen, dass der alte Mann noch lebt. Ladies and Gentlemen, Agneta ist zurück. Komm, Edgar. Wir gehen. Wir werden Loran finden. So, wo ist denn jetzt die Hütte? Die ist da hinten. Okay. Gut, dann werden wir wieder zurück zur Hütte, wo damals alles so wirklich begangen. Also nee, eigentlich wart ja... Wie hieß das Nest, wo wir waren? Das war hier unten irgendwo gewesen. Nevesk, genau. Da hat alles begonnen. Hier hat unsere Reise begonnen, wo diese Kirchentypen da schon unter Liliths Einfluss standen und uns dann, keine Ahnung, zum Abendessen zubereiten wollten. Was für sich. Ja. So, dann lasst uns mal gehen. Erhebt euch und tragt eure Fahnen. Ah, willkommen. Willkommen. So, ich werde mal hier meine Armee aus dem Boden stampfen. So, wir haben schon mal 6 Krieger. Ich brauche noch ein paar mehr hier. So, komm mal ran hier. Wir brauchen noch mehr. So, jetzt haben wir schon mal die 7, jetzt kommen noch die Priester. Viele haben die Ritter umgebracht. So, und damit sind wir vollzählig. Wir sind eine Bande aus 14 Kriegern und ihrer Mutter. Die Mutter des Todes. Nur so rum. Helft mir! Was sollen wir machen? Ich danke euch, Fremde. So, hoffentlich stehst du wieder auf, ja. Habt ihr gesehen, die haben jetzt nichts mehr zu sagen gehabt. Die waren ruckzuck down. So, dann gucken wir mal. So sieht Wahnsinn aus. Oh, die rennen weg. Ihr da! Wieso nähert ihr euch dem Haus eines bekannten Ketzers? Das ist ein Freund.
Hauptmann der verbrannten Ritter. Der verbrannten Ritter. Lasst mich vorbei. Trotzt mir erneut und ihr schließt euch der Sünde des Verurteilten an. Ich frage nur noch einmal. Was wisst ihr über Lorat Nahr? Ich weiß, dass er ein Einzelgänger und ein Säufer ist, aber er verbrennt keine Menschen bei lebendigem Leibe. Schlüpfrige Worte von der Zunge einer Sünderin. Ihr werdet büßen. Und gleich ist er tot. Sehr schön. Guckt euch das an, diese Tiere. Ach, ich liebe es. Ich liebe es. So, wie er wohl reagieren wird. Oh, wer ist er denn? Ein entflammter Richter, Junge. Wer ist er denn? So, ich werde mal hier noch einen Trank nehmen. Ja, ich kann ja mal die Werte zeigen hier. Also, Widerstand haben wir komplett alles. Es ist alles grün. Das ist so geil. So, Amulett. Wärt ihr doch einen Augenblick früher eingetroffen. Nawal. Der Tisch wurde während der fieberhaften Durchsuchung der verbrannten Ritter umgedreht und zerstört. Zusammengeraffte Bücher. Ein Haufen von Büchern und Schriftrollen, die die verbrannten Ritter untersucht und dann weggeworfen haben. Durchwühlte Arbeitstisch. Die alchemistischen Zutaten wurden geplündert und ausgiebig durchsucht. Das Bücherregal wurde ausgiebig durchsucht. Die Bretter sind beschädigt und Bücher fehlen. Die versteckte Tür scheint zu klemmen. Nawal, wer bist du? Seid ihr wohl auf? Nein. Gebrochene Schienbeine. Beine sind totes Gewicht. Wo ist Lorat? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Bin zum dritten Mal hier, um ihn zu suchen. Dieses Mal wurde ich erwischt. Ich habe eine Nachricht für den alten Mann. Wir haben Nerell gefunden. Nerell? Ist sie in Sicherheit? Ein Freund von mir hat ein Auge auf sie. Der Stahlschmied Raher, der größte Mann in Geakul. Er wird wissen, wohin sie gegangen ist. Wanderin. So viele Leichen und immer führen sie zu euch. Und wer ist dies? Mutteroberin Prava. Du Hexe. Was macht ihr hier, Prava? Ich bin hier, um Hilfe zu erbitten. Der Horadrim, Lorat, war ruchlos, ja. Aber zuverlässig. Er ist nicht hier, wie ich sehe. Wo ist Nerell? Als würde ich jetzt antworten. Geht, Prava. Eure Ritter sind tot. Ihr müsst nicht zu ihnen stoßen. Meine Ritter? Was denkt ihr von mir? Ich schlage doch keine Frau halbtot. Das war Urivars Werk, nicht meins. Wer ist Urivar? Was wisst ihr von ihm? Er war nur ein Glaubensbruder. Ein Ritter, der durch die Hölle marschiert ist. Namenlos, gesichtslos. Ich wusste nicht, was er wirklich ist. Bis jetzt. Ein reuiger Mann betet um Vergebung und Urivar verbrennt ihn bei lebendigem Leib. In so einer Tat liegt weder Glaube noch Erlösung. Nur Selbstherrlichkeit. Ihr habt ihn nicht aufgehalten? Nein, habe ich nicht. Aber er hat einen Krieg um das Herz der Kathedrale begonnen. Jedes Leben zu retten bedeutet, den Krieg zu verlieren. Ich bin nicht eure Feindin, Wanderin. Nicht, als ich euch meinen Segen gab. Nicht, als wir gemeinsam Blut in den Straßen von Kaldeum vergossen haben. Und auch jetzt nicht. Euer Geist ist gegen mich vergiftet, das sehe ich. Aber irgendwann werdet ihr die Wahrheit akzeptieren. Alle Diener des Lichts müssen zusammenhalten,
wenn sie nicht einsam in der Kälte sterben wollen. Es hat keinen Sinn, mit ihr zu reden. Geht einfach. Findet Raher. Ich komme schon zurecht. Sicher? Die Tür scheint zu klemmen. Edgar? Bumm! Tür offen. Ist das geil. Ach, die Tür scheint zu klemmen. Bumm! Mach Platz, hier kommt der Landvogt. In bester Bud Spencer-Manier erstmal die Tür reingetreten. So, wir können ja noch ein bisschen reden mit denen. Alter, guckt ja das doch mal an hier. Da sind 15 Leute drin hier. Wisst ihr, die glorreichen 7 waren ein Scheißdreck dagegen. Das ist er von hier. Mein Name ist Nobody, die wilde Horde. 14 Untote, die kämpfen und schlagen wie 1000. So, Oberin Prava, was hast du noch zu erzählen? Was habt ihr mit Nirel vor? Ich will sie natürlich retten. Ich kann dafür sorgen, dass man sie gerecht und gnädig bestraft. Ja, klar. Nicht mit einem Blutbad, wie Uriwa es zweifellos verlangen wird. Wenn wir ihn von dieser Bühne fernhalten können, nun, das wäre für uns alle zum Besten. Warum sollte sie denn bestraft werden? Für was denn? Weil sie mit dir geholfen hat, Lilith aufzuhalten? Weil Lilith nicht das bekommen hat, was sie wollte? Meiner gut, die hat jetzt mit dem ollen Stein, naja, Uadrim haben ja diese Steine schon vorher bewacht. Wie hieß der andere nochmal? Verdammt, das war doch im Vorschau hier. Der dicke Schwarze, der seinen Sohn verloren hat, der hat doch auch vorher, hat er nicht mehr auch irgendwas, hat er nicht Mephisto bewacht? Nee, wem hat denn der bewacht? So, diese Jagd nach Lorat. Lorat war euer Werk. Woher der plötzliche Sinneswandel? Weil die Kirche sich verändert. Ihr habt es gewiss gesehen. Was als Akt der Gnade begann, ist zu Sadismus geworden. Gnade. Ihr habt einen Priester geschickt, um Lorat zu ermorden. Ich habe einen Priester geschickt, um ihn zur Verantwortung zu ziehen. Lorat war es, der sich für Mord entschieden hat, nicht ich. Er hat die Exekution doppelt verdient. Doch in schweren Zeiten können selbst die größten Sünden vergeben werden. Na, der wollte uns töten. Und diese Frau ist verletzt. Werdet ihr ihr helfen? Mir helfen? Sie wird mir eher die Kehle aufschlitzen. Und seht, das kranke Kind wurde vor das Allerheiligste gebracht. Ich kenne eure Angst, mein Kind. Auch ich habe sie verspürt. Ich werde ihr helfen, wie der Vater mir geholfen hat. Verlasst euch darauf. Akarat segne mich. Aber irgendwie glaube ich ihr. Wer seid ihr und woher kennt ihr Lorat? Ich bin nur eine Botin, Freundin eines Freundes. Ich kenne Lorat nur vom Hörensagen. Ah, okay. Kryptischer Brief. Haben wir hier noch mehr? Oder nur den Brief? Leute, lasst mir nochmal. Verrostete Falle. Mit getrocknetem Blut verklebt. Soll damit ein Tier oder ein Mensch gefangen werden? So, kryptischer Brief. Ich habe mir geschworen, nie wieder dieselben Fehler zu begehen, die ich mit Elias begangen habe. Sie ist ihm so ähnlich, dieser unbändige Idealismus, diese verdammte Arroganz. Er hat seine Lektion nie gelernt. Hoffentlich bekommt sie die Chance dazu. Wo auch immer du bist, Kleine, verlier dich nicht. Okay, wir müssen nach Gerkul. Na, bloß gut, dass wir hier alles freigeschalten haben. So, ich muss mal gucken. Ich überlege gerade, wie lang sollen denn die Folgen werden? Eine Stunde, würde ich sagen.
Mache ich Stundenfolgen. 15 Stunden ungefähr soll die Story. 10 bis 15 Stunden. Wenn ihr hier rein wollt, werdet ihr auf Seuchen geprüft, wie jeder andere auch. Wie muss man denn hier... ihn auf den Deckel geben? Ich habe es euch bereits gesagt. Es gibt keinen Platz mehr im Frachtraum. Bitte, ihr müsst ihn mitnehmen. Sie dürfen seinen Körper nicht kriegen. Schmiedekunst, die eines Eisenwolfs würdig ist. Äxte, Rüstungen, Töpfe und Pfannen. So, Rahir. Ich suche nach Rahir. Ein Glückstag, meine Freunde. Sieht aus, als hättet ihr ihn gefunden. Hoffentlich schickt euch nicht die Schusterin. So ein gutes Herz. Ich habe ihr mal den Türrahmen repariert und jetzt schickt sie einfach jeden zu mir, der einen Zimmerer braucht. Obwohl ich das nicht ganz... Ich bin wegen Nerell hier. Ah, dann seid ihr wohl eine Freundin von Lorat. Kommt in meine Werkstatt. Manches bespricht man am besten ungestört und komfortabel. Woher weiß er denn, dass wir eine Freundin sind? Wir könnten ja auch, keine Ahnung, eine Kopfgeldjägerin sein. Weiß man's? Fay, wir haben Besuch. Ja, Papa. Nur, er schickt uns hier rein, hier mit seiner Tochter, oder was? Oder zu seiner Tochter? Wo ist meine? Jetzt, ich muss mal suchen, wer wo ist. Ihr habt Informationen für mich? Kommt und setzt euch. Ich kann besser denken, wenn ich arbeite. Fay, vielleicht weißt du, ich suche... dies ist meine Tochter Faira. Wir können hier offen reden, nicht wahr? Wie ich höre, habt ihr etwas von Nerell erfahren. Ja, unser Freund Lorat war hier auf der Spur. Aber er ist verschwunden, hat nicht gesagt, warum oder wohin. Allerdings habe ich sie gesehen. Sie kam vor ein paar Wochen durch die Stadt. Wie wirkte sie denn? Ihr braucht nicht so vorsichtig zu sein. Ich weiß, was sie trägt. Und ich habe gesehen, was es sie kostet. Als ich sie zuletzt sah, wollte sie über den Fluss gelangen. Nach Nahantu. Was? Ihr habt sie einfach alleine losziehen lassen? Habt ihr denn nicht mal eure Hilfe angeboten? Was stimmt mit euch nicht? Holst du mir mal den Setzmeißel, Liebes? Ja, Papa. Faira ist ein Findelkind. Umstände halber, wenn nicht aus Vernachlässigung. Ich habe mir die Verantwortung für sie und das Wohlergehen dieser Stadt auf die Schultern geladen. So wie ihr, Lorat und Nerell, beschlossen habt, die Bürde der Schöpfung auf die euren zu laden. Ich würde das eine nicht gegen das andere tauschen. Würdet ihr das tun? Wohl nicht. Ihr habt zu viel Mitgefühl, meine Freundin. Aber das ist eine gute Sache. Was immer ihr braucht, wenn ihr in Geakul seid, ich werde euch zur Seite stehen. Sie sind zurück. Yeah. Bleib hier, Fay. Und wenn es Schwierigkeiten gibt... Dann gehe ich zum Versteck, wie du gesagt hast. Das ist mein Mädchen. Liebevolle Worte wurden in den Fuß eingraviert. Rahir, mein Herz. Jeder Eisenwolf in Geakul hat dabei geholfen, diesen Amboss in Form zu schlagen. Du hast diese Stadt so viel gegeben. Lass dich im Gegenzug von ihr versorgen. So, was ist da draußen los? Finde den Unspruch, den Ursprung. Das vergesse ich nicht, Fremde. Wache, wie viele sind es? Mehr als gewöhnlich. Das Tor wird nicht halten. Sie dürfen nicht in die Stadt eindringen.
Sie sind in den Wegen! Ihr seid so rauflustig, wie Lorat gesagt hat. Aber dies ist noch nicht vorbei. Kommt. Okay, trefft Rahir außerhalb von Geakuls, um die Bedrohung durch die Leeren einzudämmen. Die Leeren, okay. Üble Dinger. Nur Schleim und Knochen. Was sind diese Kreaturen? Schwer zu sagen. Könnten Khazra gewesen sein, könnten aber auch Menschen gewesen sein. Die Infektion macht sie alle dazu. Wir nennen sie Leere. Haben sie erstmals vor einem Monat gesehen, kurz nachdem Nerell gegangen ist. Jetzt überrennen sie uns. Eieieiei, Junge, die lässt auch verbrannten Boden hinter sich oder unter sich. Woher sind sie gekommen? Aus dem Süden, über die Flussgrenze nach Nahantu. Habt ihr davon gehört? Auf den alten kaiserlichen Karten heißt es noch Torajan. Doch dahin reisen nur Verzweifelte oder Narren. Die Wüste mag einen verhungern lassen, aber der Dschungel erstickt einen. Wie halten wir sie auf? Gar nicht. Die Infektion ist in Nahantu ausgebrochen. Wir können sie nur eindämmen. In Nahantu. Ihr sagtet, Nerell sei dorthin unterwegs gewesen. Ich muss ihr nach. Ich weiß. Und ich verspreche, dass wir sie finden werden, sobald Geakul sicher ist. Zurück in die Höllen mit euch! Okay, sonst, wir sollen erstmal leeren Befleckungen. Sie nehmen alles. Fleisch, Ausrüstung. Zur Hölle nicht mal das Gras wird verschont. Das macht schon einen ganz schönen Unterschied, wenn man hier schon mal ein bisschen irgendwie levelt. Mit jedem, den wir töten, wird ein Dutzend gerettet. Ich hab hier noch keinen Dings hier. Ah, Edgar macht das schon. Ich finde das immer geil, wenn Edgar dann so hinspringt. Du musst einen Knopf drücken und zack ist er da. Tob dich aus, mein Junge, tob dich aus. Oh, wir sind hier in der Gebiet. Es ist getan. Oh, Quest abgeschlossen. Okay. Okay. Haben wir denn da gekriegt? Mal gucken. Obolusser. So. So, einen haben wir noch. Da ist noch ein Dingens. Die Fäulnis ist stark im Osten. Merzen wir sie aus, damit sie sich nicht weiter ausbreitet. Okay. Sieht aber auch alles aus hier, hä? Ob was drin ist. Also vor dem DLC bin ich hier lang gelaufen, da war da noch nichts so. Kaum hol ich mir das, wisst ihr? Sieht's hier aus wie Schweins hier. Hat schon lange keine mehr sauber gemacht. Der Weg ist, den sie gelaufen ist. So, das ist alles Mephisto sein Scheiß hier. Den Bild. Alter, das ist so geil. Im Hauptspiel hat man, glaube ich, Knochenspeer gehabt. Ja, ich glaube, ich vorher Knochenspeer gehabt.
Gut gemacht. Nun zur Brücke. Dort sind die meisten Lehren. Ich brauche mehr Zeit. Edgar! Ja, Stranne hier. So, was ist hier noch? Eine Vase. Guck mal, Vase. Voller Gold. Die Leute das wüssten. Es kommen immer mehr. Wir werden hier sterben. Heute nicht. Nur zwei Wachen. Wo sind die anderen? Sie hören nicht auf. Mit jedem Getöteten kommen zwei weitere. Wir sind als Einzige übrig. Beruhigt euch. Wir fechten diesen Kampf durch und dann spendiere ich eine Runde. Hört ihr? Ich stehe einfach nur hier. Ich stehe einfach hier nur und gucke einfach zu. Aber mit dem DLC kam ja auch der. Noch mehr. Augen auf, Rücken an Rücken. Kam ja auch der Geistgeborene. Und der soll richtig OP sein. Der soll Milliardenschaden durch einen Bug irgendwie oder durch Bugs raushauen. Und den haben sie bis jetzt noch nicht hier so wirklich gepatcht. Da haben sie wohl einen Hint gemacht, da wurde er wohl noch stärker. Und haben sie dann im Vorfeld die eine Diablo-Streamer haben dann gesagt, so, ja, die anderen Klassen spielst du ja keiner mehr, nur noch Geistgeborene. Ich muss sagen, ich bin ja, wie gesagt, auch hier in der Season ruhig unterwegs gewesen. Mit demselben Bild hier. Deswegen habe ich ja auch das hier umgestellt hier alles. Ich meine, gut, für mich gab es keine andere Entscheidung als. Oh. Bei Akarats Atem. Gemeinsam niederschlagen. Ich hab's ja keine andere Wahl, als meine Agneta hier wieder zu nehmen. Ich wollte eine Schritte neu machen. Oh nein! Ich kann nicht! Junge, wie denn wir. Verdammte Biester! Durchhalten, Wache! Junge, wieso ist der tot? Wieso ist der tot? Kann mir das immer einer erklären, warum der jetzt tot ist? Da ist doch nichts passiert. Verdammte scripted Story! Er muss jetzt sterben. Nee, aber was ich sagen wollte ist, man hat doch viele andere Klassen gesehen, aber ich habe auch gesehen, da, was die da, also es ist so völlig fucking unnormal, wie die teilweise durch, also die dieser Schaden, den die da raushauen, ist heftig. Gut. Right here. Er stirbt, nicht wahr? Fort. Wir werden uns erinnern. Sicher? Die Dinge stehen schlimmer, als ich dachte. Die Lehren sind stärker und zahlreicher denn je. Ich habe versprochen, euch zu Nereil zu bringen. Und das habe ich auch vor. Aber wenn die Lehren Geakul nochmal angreifen, wenn Faira... Ich verstehe. Geht. Kümmert euch um eure Tochter. Danke, meine Liebe. Wir treffen uns später und suchen Nereil. Ich schwöre es. Nereil war mit dem Boot unterwegs. Auf der alten Brücke müsste man einen guten Ausblick über den Fluss haben. Zersetzte Waffen. Eine Sammlung von Waffen, die schnell verfallen sind. Von schwarzem Schlick bedeckt. Vermutlich wurden sie von Wachen im Kampf gegen die Leere weggeworfen. Brückenaussichtspunkt. Ah, das sieht fantastisch aus. Ich liebe es. Ah, guckt es euch an. Ah, da ist der Bootsmann. Ist so geil gemacht. Alter. Blizzard, ey, hat er drauf. Bin begeistert.
Obwohl ihr mit der Dunkelheit im Bunde seid, habt ihr in den Augen der Kathedrale viel Gutes erreicht. Ich sehe ein, wieso Prava euch so lange geduldet hat. Aber wenn die Kirche überleben soll, dann muss sie streng ihre Grundsätze wahren. Entweder gelten die Regeln für alle, oder sie existieren gar nicht. Das schafft Vertrauen. Die Ketzerin Nerell entzog sich dem heiligen Richturteil. Mit genau dem Seelenstein, den sie von unseren Brüdern stahl, als diese sterbend in der Hölle lagen. Wo ist das Mädchen? Warum sollte ich euch helfen, sie zu finden, Ritter? Wie viele Leben wollt ihr gegen das ihre eintauschen? Ist ihr Leben mehr wert als seines? Ihr Bastard. Mille Lilinbeth, Thusut, Thukudu, Marth Solan. Niemand steht über den himmlischen Gesetzen. Brennt die Dunkelheit aus! Heilige Scheiße! Hohoho, was ist hier denn los? Ich sah meinen Leichnam und aus meinem Mund kroch Hass. Ein Vater verbrannte seine Kinder auf dem Scheiterhaufen und eine Mutter formte ein neues Zeitalter aus der Asche. Alter, ist das geil. Ich sah, wie die Schwachen und Erstarkten, ein Rudel Lämmer, das sich an Wölfen labten, Tränen aus Blut regneten auf ein Wüstenjuwel. Und der Weg zur Hölle wurde... Was? Mann! Dann kam ein Speer aus Licht und durchschlug das Herz des Hasses. Und er, der gefesselt war, wurde befreit. Ratmas Prophezeiung. Das Leben gerettet hat. Oder Eru, wenn euch das lieber ist. Eru, danke. Aber warum? Warum habt ihr mich gerettet? Ich hätte euch ja nicht im Fluss verrotten lassen können. Schlecht für die Fische. Was führt euch nach Nahanto? Ich suche nach meiner Freundin Nerell. Sie ist irgendwo da draußen mit einem Gefangenen. Einem gefährlichen Gefangenen. Ich muss mich vergewissern, dass sie wohlauf ist. Dann sollten wir sie besser finden. So, okay.
Wir sollen ihm sagen, dass wir bereit sind, nach ihr zu suchen? Scheidende Pilgerin. Was ist mit mir geschehen? Meine Hände hören nicht auf zu zittern. Ich weiß nicht. Ihr wurdet eben hier angeschwemmt. Und das Zittern... Ihr habt Blut verloren. Der ganze Fluss war voll davon. Oh. Ein Fluss aus Blut? Wie habt ihr mich gerettet? War ich tot? Sterbend, nicht tot. Ich habe euch den Tritt gegeben, den ihr gebraucht habt. Ich bin ehrlich erstaunt, dass es geklappt hat. Ich dachte, ich käme zu spät. Ihr wollt mir einfach helfen? Dies ist Nahantu. Wer Hilfe braucht, der bekommt sie. Oder lehnt ihr sie ab? Gut, dann suchen wir am Fluss. Irgendwo muss es ja Spuren eurer Freundin geben. Okay. Sieht ja nice hier aus, hä? Da vorne ist jemand. Ich habe etwas gehört. Vielen Dank. Da sind sie ja. Ja, ich wusste es. Ich wusste, dass diese Gauner euch nicht töten können. Seid ihr befreundet? Hä? Wie? Wo kommt er denn jetzt her? Rahir? Ihr lebt, aber euer Arm... Ich habe nur eine meiner Gliedmaßen verloren. Aber ihr wurdet durchbohrt und ertränkt. Wie habt ihr das überstanden? Wir sind eine Hexe. Ohne mich hätte sie es nicht. Ero hat mich wieder zusammengeflickt. Vielleicht könnte er euch auch helfen. Keine Heilung dieser Welt bringt mir meinen Arm zurück. Aber Rum könnte den Schmerz lindern. Ich befürchte, ihr braucht deutlich mehr als nur einen guten Schluck, um den Schmerz dieser Wunde zu lindern. Ihr habt recht. Es fehlt noch ein Ort, an dem ich ihn in Ruhe genießen kann. Ah, ich kenne da einen südöstlich von hier. So, bringt er hier zum Unterschlupf. Wo ist denn der andere hin jetzt hier? Der ist ja nicht da. So, wir sollen da hin, ja? Dann machen wir mal hier Wegpunkt. Und dann kommt. Oh Gott, die werden so meine Rache jetzt zu spüren bekommen, ja? Diese komischen, verbrannten Ritter. Kriegen wie Blecheimer die Hunde. Hier. Kennt ihr Edgar schon? Ihr werdet von der Kathedrale des Lichts verfolgt? Nerell und ich, beide. Deshalb mag ich euch also. Ja, was heißt, wir werden... Wieso verfolgt? Das Ding ist, eigentlich müssten sie ja denken, wir sind tot. Ganz schön was los hier im Dschungel. Verschlossen. Natürlich haben sie es verschlossen. Von wem sprecht ihr? Alte Freunde, die zu gewitzt für ihr eigenes Wohl sind. In kaiserlichen Ruinen wie diesen findet sich immer eine Art geheimer Tunnel. Es muss einen anderen Weg geben. Den gibt es. Aber dafür müssen wir uns etwas beweglich zeigen. Keine Sorge, ich schaffe das schon. Kommt mit nach unten. Okay, ich hab hier noch mal gesehen. Hier war doch noch was. Das nicht? Gut, folgt Rahir.
Okay, dann wollen wir mal nach unten. Okay. Ist das der Eingang? Oh ja, aber seid wachsam. Wir wissen nicht, was sich dort eingenistet hat. Hinter uns Frösche. Ah. Nicht hier rein. Kommen diese Ritter da etwa aus dem Boden, sag mal? Haben die was damit zu tun? Sind die vielleicht schuld an dieser ganzen Lehre hier? Das könnte ich mir schon fast vorstellen, dass das ja nicht an Nirel liegt, sondern an dieser Bande von ekelhaften, widerwärtigen. Ich brauche mehr Zeit. Edgar will nie auf den schlagen. Warum nicht? Ich glaube, manchmal hat er auch keine Lust, sich zu prügeln. Also in seiner Freizeit ist er so ein Philosoph, wisst ihr? Ja, so. Vorher so. Aber dann so außerhalb von den Kämpfen, dann so. Ach nein, ich möchte lieber sein Buch lesen, als dass ich mich heute noch schlagen möchte. Guckt euch das mal an hier. Das sieht so nice aus, ja. Bin ja gerne unterwegs in dem Spiel. Obwohl, wenn man wegen Rüstung irgendwie hin und her rennt, dann guckt man nicht mehr so wirklich auf das Ganze. Aber die Atmosphäre ist schon geil. Wenn du hier so einen schönen, düsteren Dungeon hast, dann ist das schon richtig geil. Die alten Leichenranken brauchen wir auch nicht so wirklich. Unter anderem, in erster Linie diene ich den Geistern. Oh, und wie oft beauftragen sie euch mit diesem Maß an Gewalt? Nur dann, wenn es um etwas geht, das es wert ist, beschützt zu werden. Ich glaube, wir beide werden uns prächtig verstehen. Das gefällt mir. Ist jetzt so ein eigener Handlungsstrang jetzt um den rum? Dass man jetzt über die Geistgeborenen irgendwie was erfährt. Ah, jetzt geht's schon wieder los hier. Rechts lang, links lang. Gehen wir hier rein, hier gucken wir mal. Völlig eigener Dungeon hier schon wieder. Oh, was ist hier los? Ruckel die Katze her, was war das denn? Guck mal, wir sind jetzt, glaube ich, schon wieder falsch. Wir sind hier, glaube ich, schon wieder. Also, wir sind richtig, sagen wir mal so. Ich glaube, dass wir hier richtig sind, aber. Ich würde dann doch erstmal lieber hier noch lang gehen, hier so ein bisschen alles aufdecken und erforschen.
Oder führt das alles wieder zusammen nachher? Das kann natürlich auch sein, ja. Bei meinem Glück bin ich jetzt zurückgerannt und bin doch richtig gewesen. Das ist hier der richtige Weg. Die Armee der Toten hier freilassen. Na, gucken wir. Wir kommen jetzt hier von... Ah, okay. Was ist denn hier los? Lebender Stahl. Haben wir hier irgendwas? Nee, wa? Rüstungsständer. Aber ohne Rüstung. Da war ja keine Rüstung drin, du. Das ist ja Beschiss. Okay, wir sind quasi jetzt... Okay. Naja. Kann man vorher alles nicht wissen? Aber ist egal. So, wo müssen wir denn jetzt lang hier? Wenn wir angekommen sind, wo wir angekommen sind, mache ich einen Cut. Und dann ist die Folge rum. Aber erstmal müssen wir ankommen. So geil, Alter, wie der da drin springt, ja, und dann sind die auf einmal alle weg. Ich hatte mal den letzten sind so einen Fall gehabt, da oben den Boss dann beschworen. Der kam raus und Edgar stand genau hinter ihm. Zack, Rückgrat gebrochen. Oh, das war geil. Das hat Laune gemacht. Okay, die Größe dieses Untergrunds, ja. Ist schon enorm. Guck mal, da müssen wir lang. Mit solchen Sachen holt man auch so ein bisschen Spielzeit raus. Dann sagen die dann so, ja, die hört ja jetzt zur Kampagne, also geht die Kampagne 15 Stunden und in Wirklichkeit bist du davon sechs da nur durch irgendwelchen Gängen durchgerannt und hast dich von A nach B gekämpft. Aber ist egal, macht Laune. So, sucht mit euren Verbündeten nach einem Weg in den Unterschlupf. Aha, Sie haben das Seil zurückgelassen. Ich habe Ihnen immer gesagt, Sie müssen an Alternativen denken. Ist es nicht schön, wenn die Leute zuhören? Wie kommt er jetzt da hoch? Er hat ein Schild und nur eine Hand. Musiker, als ich in Erinnerung hatte. Ich habe mich hier während eines Monsunregens untergestellt. Ich auch. Nicht nur einmal. Perfekt für das, was ich vorhabe. Okay. Ihr geht nicht zurück nach Geakul? Ach, meine Liebe, das kann ich nicht. Die Ritter kennen jetzt meinen Namen. Und ich halte sie lieber hier als in der Stadt, wo sie sich meine Tochter oder ihren Vater vorknöpfen könnten. Seid ihr nicht der Vater eurer Tochter? Faira ist gut versorgt, ganz egal wo sie ist. Und sie wird euch sagen, dass ich ihr Papa bin. Aber ich kann hier an diesem Ort mehr vollbringen als in der Stadt. Ich zeige es euch. Begleitet mich ein Stück, Freundin. Ich entriegle den Haupteingang. Vor Jahren habe ich von hier aus eine Söldnerkompanie geführt. Die Blasse Hand hatte damals wohl weniger zu verlieren. Doch nun klopft der Kampf an meine Tür. Und ich bin euch als Söldner, als angeheuerter Schild, wenn man so will, sicherlich nützlicher als in der Rolle eines Schmieds.
Vielleicht kann ich euch auch mit beidem dienen. Und mein Name hat noch immer Gewicht. Die anderen Söldner kehren eher zurück, wenn ich hier bin. Und ihr braucht ihre Hilfe, meine Liebe. Ihr werdet es niemals bereuen, die Dienste der Blassen Hand in Anspruch genommen zu haben. Okay, was war dieser Ort für euch? Er war einst ein Zuhause, ein Hauptquartier und ein Lager für unsere kleine Bande von Exzentrikern. Die Blasse Hand konnte sich nichts Schöneres leisten. Die Leute, die am meisten auf uns angewiesen waren, hatten nie viele Münzen, um uns zu bezahlen. Wir nannten ihn unseren Unterschlupf. Ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal dorthin zurückkehren würde, wo alles begann. Aber wann immer ihr unsere Hilfe braucht, meine Liebe, stehen die Söldner der Blassen Hand euch zu Diensten. Die Söldner, ich sehe nur dich. Wer ist denn hier noch alles? Aber was ist mit eurer Familie? Faira wird bei ihrem Vater nun in guten Händen sein. Er war einst Mitglied der Blassen Hand und versteht meine Arbeit mit Lorat. Das wäre nicht das erste Mal, dass ich von zu Hause weggezerrt werde. Er wird sie herbringen, wenn es sicher ist. Faye hat gelernt, wie man Klingen schmiedet, aber nicht, wie man mit denen umgeht, die sie führen. Sobald ich mich also hier eingerichtet habe, wird es Zeit für die nächste Phase ihrer Ausbildung. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber das ist die Welt, die ihr vermacht wird. Okay. Ich danke euch, wirklich. Aber braucht ihr keine Zeit, um euch auszuruhen und gesund zu werden? Ah, Freundin. Euer Herz sitzt am rechten Fleck. Aber ihr führt es mit dem Feingefühl eines Hammers. Diese Wunde, dieser Verlust ist mein. Zu tragen und zu pflegen. Ich werde ihn mit meiner Familie hinter den verschlossenen Türen unseres Zuhauses betrauern. Konzentrieren wir uns fürs Erste auf Nairel. Hier kommt die Blasse Hand ins Spiel. Wir können euren Kampf unterstützen. Meine Freunde aus jenen Tagen sind in ganz Sanctuario verstreut. Ich will, dass ihr sie findet und herbringt. Es könnte einiger Überzeugung bedürfen, aber ich bin sicher, das schafft ihr. Okay, gut. Quest abgeschlossen. Die Hand erinnert sich an die Klinge. Gut, dies ist der geheime Treffpunkt für Söldner der Blassen Hand. Erkundet das Versteck und bringt die Söldner wieder zusammen. Einzelspieler können Söldner anheuern, die ihnen in den Kampf folgen. Tretet ihr einer Gruppe bei, begeben sich die Söldner in den Bereitschaftsmodus. Heuert Verstärkungen an, die euch in kritischen Situationen unterstützen. Verstärkungen bleiben selbst dann in eurem Dienst, wenn ihr euch mit anderen Spielern zusammentut. Okay. Schlammiger Brief an der Unterseite eines Söldnerkopfschutzes entfaltet. Notiz, die an einen blutigen Pfahl gesteckt wurde. Der letzte Eintrag einer gründlichen täglichen Aufzeichnung. Ehrwürdige Schildträgerin sind wir jetzt hier, okay. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas gekriegt hier? Aber das brauchen wir eigentlich alles ja auch nicht. Gut. Okay. Oh, ich hab hier. Sehr gut. Okay. Interagieren? Nee, machen wir nicht. So, Freunde der Sonne, ich würde sagen, an der Stelle mal erstmal Schluss. Sucht mit Eru nach Nirel. Ist Eru jetzt hier oder was? Ist der gerade hier in dem Raum? Nee. Gut. In der nächsten Folge geht's hier weiter. Und ja, das war ein schöner Auftakt. Mir hat's gefallen. Das kann doch gut werden. Das ist richtig nice. Das ist richtig nice, Freunde. Und bis dahin haltet die Ohren steif und tüdelü.